Ja, hallo liebe Zuschauer, ich bin der Flo, das ist Floversum. Ja, und ich bin wieder auf einer Ausstellung, nachdem ich im Sommer schon auf der Jurassic World Ausstellung war, nämlich jetzt bei Harry Potter Visions of Magic. Ja, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Und glaubt mir Leute, es wird magisch. Ich habe hier gerade einen Zauberstab bekommen. Ja, und mit diesem Zauberstab wurden wir gerade so ein bisschen eingewiesen, wie das Ganze funktioniert. Und auch der ist so ein bisschen magisch. Vorheben und mal sehen, wie man sie gleich abholen. Ja, und damit ging es endgültig in die magische Welt von Harry Potter. Ja, wir sind durch die Hallen gegangen und hier gab es doch einiges zu entdecken. So gab es an den schön gestalteten Wänden immer wieder Dinge, die sich bewegt haben. Und gerade Harry Potter-Fans dürften sich hier über das ein oder andere Easter Egg riesig gefreut haben. Hier gab es wirklich viele versteckte Dinge zu entdecken und teilweise waren sie sehr offensichtlich und teilweise waren sie aber auch ziemlich versteckt. Mit zunehmendem Fortschreiten gab es dann immer mehr zu entdecken. So zum Beispiel dieser Raum, der sich komplett verändert hat. Oder auch hier, wo man verschiedene Kugeln zum Leuchten bringen konnte. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir in einer Halle angekommen, wo man diese Kugeln hier aktivieren kann, was so in diesem dunklen Raum ja einen ziemlich guten Eindruck macht. Passt mal auf, wir probieren das Ganze mal aus. Ja, und ihr seht schon, das sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich faszinierend aus. Danach sind wir in eine Halle gekommen, wo es riesige LED-Wände zu bestaunen gab. Ja, und diese haben sich auch immer wieder verändert. So konnte man erstmal ein wenig verweilen und einfach beobachten, was sich so verändert und was es Neues zu entdecken gibt. Dann ging es weiter zu meinem persönlichen Highlight der Ausstellung, nämlich die Nocturngasse. Ja, die war ziemlich düster gestaltet, hat mir vom Look her unheimlich gefallen, was halt den Nebel betrifft, was halt die Scheiben betrifft. Ja, und welche Möglichkeiten sich auch hier angeboten haben. Ja, die Kulissen, die sind wirklich unglaublich großartig. Ihr seht das hier. Es ist wirklich beeindruckend, wie schön das Ganze hier gestaltet worden ist. Und ja, hier kann man mit Hilfe des Zauberstabs dann hier auch nochmal durchklicken. Und ihr seht schon, ja, es passiert halt dementsprechend was Magisches. Dasselbe könnt ihr dann hier auch nochmal machen. Genau. Es verändert sich so ein bisschen was. Also macht auf jeden Fall jede Menge Spaß hier an der Stelle. Weiter ging es dann in den Raum der Wünsche und das war ein Raum, wo es glaube ich am meisten zu entdecken gab an versteckten Dingen. So gab es zum Beispiel ein Feuerwerk, welches man auslösen konnte und welches unglaublich toll wirkte oben an der Decke. Ja, und dann ging es zum großen Finale in den letzten Raum der Harry Potter Ausstellung. So, jetzt sind wir in einem Raum gelandet, der wirklich sehr, sehr beeindruckende LED-Leinwände hat. Und wenn ihr hier so am Boden schaut, ja, dann sind hier diese magischen Markierungen. Wenn man hier so ein bisschen weiterläuft, dann ja, verfolgen die einem tatsächlich. Also es macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß, das ein oder andere hier zu erkundigen. Thank you.
Finale gab es dann den großen Kampf zwischen Lord Voldemort und Harry Potter, so wie wir ihn aus den Büchern kennen und aus den Filmen. Das Ganze wirkte wirklich unglaublich faszinierend, sehr, sehr farbenfroh. Und wie Lord Voldemort letztendlich den Kampf verloren hat, ja, das hat man auch sehr, sehr gut inszeniert. Weil nicht nur, dass die Wände sich dann dementsprechend nochmal anders verfärbt haben, nein, es wurde sogar nochmal der Hintergrund von Hogwarts erschaffen. Und ich muss sagen, da so mittendrin zu stehen, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich kann hier wirklich nur jedem diese Ausstellung absolut empfehlen, der einfach was für Harry Potter übrig hat, der aber einfach auch toll gestaltete Kulissen einfach mal für sich erleben möchte. Ein wirklich absolut tolles Erlebnis für Groß, aber auch Klein. Tschüss, schönen Tag euch noch. Danke auch so. Ja, nachdem wir unsere Zauberstäbe dann abgegeben haben, wartete noch ein letztes Highlight, und zwar die Merchandise-Halle. Ja, hier gab es natürlich nochmal jede Menge, wie zum Beispiel Hedwig-Kuscheltiere, es gab nochmal Tüten, aber ich für meinen Teil musste die Kulisse einfach erstmal auf mich wirken lassen. Ja, wir sind jetzt hier durch mit der Ausstellung, aber ein Highlight hat jetzt hier noch am Ende gewartet, nämlich die Merchandise-Halle, und ich bin wirklich mehr als beeindruckt von dieser Halle. Ihr seht hier die ganzen Kerzen ganz oben an der Decke, das sieht wirklich fantastisch aus. Bin da wirklich ziemlich begeistert von, und hier kriegt ihr wirklich alles Mögliche von Harry Potter, vom Schlüsselanhänger bis zum Schal, bis zum Kuscheltier, ist hier wirklich einiges mit dabei. Ja, hier kann man auf jeden Fall, wenn man möchte, richtig viel Geld ausgeben. Ich werde mich jetzt hier noch mal ein bisschen umschauen, und dann gibt es gleich noch mal ein Schlussfazit, wie mir die Ausstellung hier am Ende gefallen hat. Hier nochmal eine Übersicht für euch, was ich so alles gefilmt habe. Ja, und es gab natürlich Zauberstäbe, und zwar wirklich in den verschiedensten Versionen von verschiedenen Charakteren. Aber auch die Eule Hedwig konnte man in verschiedensten Varianten kaufen, ob als Kuscheltier oder als Statue. Ja, und auch nicht fehlen durfte natürlich der berühmte Niffler. Den konnte man hier in einer passenden Kiste als Kuscheltier abgreifen. Ja, und was soll ich euch sagen, es gab noch so vieles mehr. Bezahlen konnte man das Ganze dann hier an dieser schönen Kasse. Ja, ihr Lieben, das war Harry Potter Visions of Magic, und ganz am Ende der Merchandise-Halle konntet ihr euch auch noch ein Foto abholen, das haben wir auch noch genutzt, und es gab Bertie Botts Bohnen aller Geschmacksrichtungen, das musste irgendwie für mich auch sein, so eine, einfach nur eine Kleinigkeit. Ja, und Tanja, du hast hier auch noch einen Schal gefunden für dich, natürlich von welchem Haus? Gryffindor. Ganz genau. Ja, und ich würde direkt natürlich die Frage stellen, wie hat dir denn hier die Ausstellung gefallen hier in Köln? Die Ausstellung fand ich jetzt sehr interessant. Ich fand die Lichteffekte sehr schön gemacht, auch so die Kleinigkeiten, die du gefunden hast. Mit den Zauberstäben war ja auch eine sehr interessante Idee. Hat zwar an einigen Stellen manchmal ein bisschen gehapert, aber an sich war das richtig schön. Mit Kindern definitiv zu empfehlen, würde ich immer wieder machen. Also ich fand auch die Kulissen, die waren wirklich sehr, sehr beeindruckend gemacht, wirklich mit viel Liebe zum Detail, und ich fand sogar am Ende halt wirklich den Merchandise-Shop, wie ich es schon gesagt habe, mit den Kerzen unglaublich schön, oder? Also der Merchandise-Shop war super, da hast du echt alles gefunden, bis Butter, Bier, Schals, T-Shirts, Tassen, also wer da nicht fündig geworden ist, da weiß ich auch nicht. Ja. Gibt es etwas, was dir so im Vergleich vielleicht nicht gefallen hat, wenn du das jetzt gerade mit der Jurassic World Ausstellung so vergleichen würdest? Also was mir vielleicht kontextmäßig ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht so ein paar, wir hatten jetzt zwar den Raum der Wünsche, die Nocturngasse, aber also mein Highlight wäre wirklich, glaube ich, eher gewesen, so Winkelgasse-Flair zu haben und nicht die Nocturngasse. So ein bisschen wirklich mehr so auf die positiven Seiten, nicht so immer nur das Düstere zu haben. Also wir hatten ja wirklich die Nocturngasse, ist ja eigentlich in Harry Potter dafür da, dass es da die Bösen hinzieht alles. Andersrum in die Winkelgasse wird natürlich bezeichnet eben alles andere. Du hast Ollivander dort und alles, wäre auch schön gewesen. Und vielleicht ein bisschen mehr von Hogwarts zu sehen. Ja, schließe ich mich an, und ansonsten, ich muss sagen, natürlich die Animatronics, die wir hier mit Jurassic World in Köln hatten, die schlägt einfach gar nichts, ne? Aber trotzdem am Ende war es hier eine schöne Ausstellung hier in Köln, und schaut hier definitiv vorbei. Auf jeden Fall. Ja, macht's gut, Leute, und ciao. Tschüss.